Schön, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Blog geht es um Psychologie und um psychologische Inhalte. Das Thema heute ist ADHS und die Chancen der Pharmakotherapie. Diesen Begriff und diese Überschrift habe ich bewusst gewählt. Ich habe einzelne Begriffe wie Methylphenidate, Ritalin gegoogelt und ich war entsetzt. Ich muss es euch sagen, ich bin wirklich entsetzt über diese Negativschlagzeilen, Negativpublicity und auch der Versuch, aus dem Leid der Leute Kapital zu schlagen. Demgegenüber möchte ich Fakten stellen. Ja, vor ein paar Jahren hatte ich eine Fortbildung in Brixen in Südtirol zum Thema ADHS und beim Frühstückstisch saß ich mit einer Kinderärztin aus der Gegend von Augsburg. Und an das Gespräch genau kann ich mich nicht mehr erinnern, aber irgendwann sagte sie, ja, ADHS sei ja nicht so schlimm. Ich hatte damals nicht den Mut zu antworten, möglicherweise hätte ich auch eine zweite oder dritte Tasse Cappuccino gebraucht, aber ich habe nicht geantwortet und wie so oft im Leben habe ich das bereut, was ich nicht gesagt habe. Also ich habe des Öfteren drüber nachgedacht und das ist auch der Beweggrund für dieses Video, schlicht und ergreifend. Ja, wenn man die einzelnen Symptome von ADHS auf einem Kontinuum sehen würde, also von 1, ganz wenig, minimal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bis 10 maximal. Zum Beispiel bei der Aufmerksamkeit. Wie ihr wisst, ist die Aufmerksamkeit für mich ja ein ganz wichtiges Kriterium, das auch die Entwicklung eines Kindes beeinträchtigen kann. 1 wäre jetzt also eine minimale Beeinträchtigung der Aufmerksamkeit. Das heißt, ja, es lässt sich leicht ablenken, es kann sich nicht so lang gut konzentrieren, aber es funktioniert speziell mit einem Training, geht es ganz gut. 10 heißt, die Aufmerksamkeitsproblematik ist maximal, Gesellschaftsspiele unmöglich, 50 Minuten in der Schule nicht möglich. Auch Spiele anderer Art sind kaum möglich. Das Kind versucht immer die erste Geige zu spielen, um der Aufmerksamkeitsproblematik auszuweichen. Das ist bezeichnend, ja. Die erste Geige, die erste Rolle spielen und im Erwachsenenalter dann auch, also sich selber in den Mittelpunkt stellen, in den Vordergrund stellen, schlicht und ergreifend auch aufgrund der Aufmerksamkeitsproblematik. Also wir zeichnen ein Kontinuum von 1 bis 10. Bei der Impulsivität auch wieder ein Kontinuum von 1 bis 10. 1 ein wenig impulsiv, ein wenig unkontrolliert, 10 maximal impulsiv, plötzlich herausplatzend im Unterricht, im Kino, impulsive Handlungen auch beim Spiel. Das Kind springt von einem Spiel zum anderen, liest sich nie die Angaben durch und konsumiert so innerhalb kürzester Zeit eine Vielzahl von Spielen, ohne denn das Gefühl zu haben, ja, das war jetzt irgendwie eine Herausforderung und auch befriedigend. Im Erwachsenenalter ist die Selbststeuerung, die da dazugehört, und die Impulssteuerung natürlich noch einmal ein großes Thema. Ich persönlich bin der Überzeugung, dass nicht wenige ADHS-Klienten sich in den Justizanstalten und Justizvollzugsanstalten verstecken. Das wird ein Thema der Zukunft werden oder ist es zum Teil schon die Erwachsenentherapie von ADHS-Klienten? Ja, das dritte Kontinuum wäre das der Unruhe, der motorischen Unruhe. 1 ein bisschen unruhig, ein bisschen zappelig und 10 wäre total unruhig, auf dem Tisch, unter dem Tisch. Und diese Unruhe transformiert sich dann mit der Adoleszenz, mit der Pubertät hin zu einer inneren Unruhe. Ich kann mich nicht downregulieren, ich kann mich nicht beruhigen. Das Einschlafen wird zum großen Thema, ist ein großes Problem. Ich betreibe Extremsport, belaste mich maximal und trotzdem komme ich nicht in einen Zustand, der irgendwie, sagen wir, ja, befriedigend ist, entspannt ist, haut nicht hin, funktioniert nicht, geht nicht. Aber gehen wir zu den Medikamenten und zu den Substanzgruppen, die anerkannt sind und die verwendet werden bei ADS, ADHS-Themen. Also die erste große Substanzgruppe ist die der Methylphenidate. Man kennt sie schon über 40, 50 Jahre, darunter versteckt sich eben Ritalin, Concerta, aber auch Medikinate.
Und die Substanzen gibt es immer als normale Variante oder Retardform. Retard heißt, dass sie länger wirken. Ein Ritalin wirkt so maximal 4 Stunden und dann flutet es im Körper ab. Und ja, sind die Gruppe der Stimulantien. Der Stimulantien, die man eben schon sehr, sehr lange kennt und die sehr bewährt sind. Was bewirken die im Körper? Also ich möchte euch nicht langweilen, aber zwei Neurotransmitter sind immer betroffen bei ADHS. Das ist das dopaminerge Neurotransmittersystem und das noradrenerge Neurotransmittersystem. Das dopaminerge Neurotransmittersystem ist unmittelbar mit der Aufmerksamkeit verbunden. Das heißt, ist das Dopamin zu niedrig, kann ich den Fokus nicht halten, kann ich nicht länger aufmerksam sein. Und genau das passiert mit diesen Medikationen. Das dopaminerge und noradrenerge Neurotransmittersystem, der Spiegel im Körper wird erhöht oder der Abbau eingebremst. Barberesi et al. Heißt und andere Wissenschaftler haben 2002 eine Untersuchung gemacht und haben herausgefunden, dass 80% der Kinder mit ADHS damals, 2002, mit Ritalin oder Methylphenidaten behandelt werden. Bei 76% kam es zu einer deutlichen Besserung der Symptomatik. Wobei die Autoren auch darauf hinweisen, dass ein Drittel Nebenwirkungen hat, die nicht ganz unerheblich sind. Heute gibt es noch ganz andere Möglichkeiten der Medikation. Deshalb würde man nicht so lange bei einer Medikation bleiben, wenn sie vom Kind, vom Jugendlichen oder vom Erwachsenen nicht vertragen würde. Die Situation heute ist eine andere. Da gibt es zum Beispiel auch das Atomoxetin, Strattera. Seit 9-10 Jahren ist das auf dem Markt. Ich war am Anfang eher skeptisch gegenüber Strattera. Ja, es kommt aus der Gruppe der Antidepressiva und bewirkt ist ein Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, der mittelfristig und langfristig auch den Dopaminspiegel erhöht. Da haben wir ihn wieder, Dopamin ist mit dabei. Also den Dopaminspiegel erhöht, es wirkt nicht so stark auf die Konzentration und auf die Unruhe, aber es hat einen stimmungsstabilisierenden Effekt. Die Kinder sind nicht mehr so schwankend von ihrer Befindlichkeit, von himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt oder auch die Jugendlichen und die Erwachsenen. Ja, was gibt es noch? Jetzt muss ich kurz überlegen. Neu auf dem Markt in Österreich, in Deutschland ist es schon länger da und in den USA ist es gang und gäbe, ist Elvanse. Elvanse ist ein Lisdexamfetamin, also eine andere Substanzgruppe. Und ja, also alle waren ganz euphorisch, wie das auf den Markt gekommen ist, vor allem deshalb, weil man das einmal gibt und das dann 11-12 Stunden wirkt. Das heißt, man muss nichts dazugeben, man hat keinen Jojo-Effekt und die Substanz flutet ab ohne gröbere Nebenwirkungen. Meine Erfahrung ist, ich könnte es zusammenfassen, ein Drittel. Ein Drittel spricht hervorragend auf diese Substanzgruppe an, ein Drittel ja zum Teil, aber gewisse Faktoren des ADHS bleiben erhalten, wie zum Beispiel die Arbeitsgeschwindigkeit, Informationsverarbeitung, Arbeitsgedächtnis. Also in manchen Bereichen führt es zu keiner Besserung. Das ist meine Erfahrung, meine ganz subjektive. Und bei einem Drittel ist es ein absolutes No-Go. Also die Kinder sind wie auf Drogen und am nächsten Tag muss man das Medikament absetzen. Und dann noch ein atypisches Neuroleptikum als vierte Substanzgruppe, das Risperidon. Das Risperidon wird eher selten verwendet. In letzter Zeit glaubt man den Medien häufiger. Das hat aber nicht den Grund, dass die Pharmaindustrie da mordsmäßig verdient oder die Kinderpsychiater und Kinderärzte, das glaube ich am wenigsten, sondern meine Hypothese ist eher, dass man drauf kommt, dass alle pädagogischen Inhalte, alle pädagogischen Strategien und auch psychologischen, psychotherapeutischen Strategien irgendwann zu einem Ende kommen und man dem Kind durchaus dann mit einem Medikament helfen kann und muss. Was gibt es für Argumente für eine Medikation?
Als erstes möchte ich euch ein psychoanalytisches Konzept vorstellen, und zwar das Konzept der sekundären Neurotisierung. Die sekundäre Neurotisierung beginnt unabhängig von der primären Diagnose ADS, ADHS. Das Kind beginnt sich zu messen, zu vergleichen in der Schule, und es fällt ihm auf, dass es in gewissen Bereichen schlechter ist, es sich härter tut. Auch zu Hause verhäufen sich die Konflikte bezüglich der Hausübungen und die Streitigkeiten. Wenn das Kind müde und explosiv wird, würde ich sagen, explosiv oder aus der Haut fährt. Und das alles hinterlässt Spuren beim Kind, und das ist der Prozess der sekundären Neurotisierung. Diese Spuren sind also seelischer Art. Das heißt, es beginnt die Selbstwertschätzung zu bröckeln, das Selbstbild. Ich höre dann im therapeutischen Kontext oft, ich bin zu blöd, ich schaffe das nicht. Ich hasse mich sogar. Und das ist ein absolutes Alarmzeichen. Wenn ein Kind so denkt, so spricht, da schlagen bei Leuten bei mir die Alarmglocken. Denn so eine negative Selbstwertschätzung bahnt Probleme, bahnt sekundäre Krankheiten, wie zum Beispiel Angsterkrankungen, Depressionen, Anpassungsstörungen und. Hier gilt es unbedingt einzuschreiten und dem Kind zu helfen durch psychologische, psychotherapeutische Interventionen, aber möglicherweise auch durch pharmakotherapeutische Interventionen. Und das ist nicht der letzte Schritt meiner Meinung nach, sondern das kann für viele Kinder ein sehr guter Schritt sein und für Jugendliche. Also meine Erfahrungen, ich muss es so sagen, trotz aller negativen Google-Erfahrungen, meine Erfahrungen in der Praxis sind durchaus positiv. Ich habe Spitzenverläufe in der Zusammenarbeit mit der Kinderpsychiatrie, mit Kinderärzten und eben mit psychologischen, therapeutischen Interventionen. Therapeutische Erfolge kann man haben bei ADHS, ADHS ohne Medikation, sogar auch ohne Psychologie. Ich glaube, das hängt vom Ausprägungsgrad der einzelnen Teilbereiche ab, so wie wir sie aufgedröselt haben. In schwereren Fällen braucht es auf jeden Fall eine psychologische Unterstützung, damit ich in den Teilbereichen die Norm erreiche, damit ich die Aufmerksamkeitsspanne zum Beispiel erhöhe, damit ich meine Impulsivität besser regulieren kann. Und in vielen Fällen braucht es dafür auch eine Medikation, und das ist nur gut. Es gibt so viele Erkrankungen, wo es nichts gibt, wo es keine pharmakotherapeutischen Möglichkeiten gibt. Bei Angst und Depression käme kein Psychologe, kein Kinder- und Jugendpsychiater auf die Idee, ein Antidepressivum zu verschreiben. Also nur in absoluten Notfällen. Bei ADHS ist es etwas anderes. Das heißt, der Ärztin hätte ich antworten müssen: Nein, pardon, gnädige Frau, Sie liegen falsch. ADHS kann eine extreme oder eine sehr stark ausgeprägte Erkrankung sein, mit der vollen Symptomatik, an der die Kinder und Jugendlichen selber leiden, aber auch die Familien leiden, psychosoziale Entwicklungen geschädigt sind, beschädigt werden. Und vor allem deshalb, weil ADHS eine psychologische Erkrankung sein kann, eine Erkrankung der Seele, gleichwertig wie Angst oder Depression, aber auch eine körperliche Komponente dabei ist, wie Bluthochdruck. Und das betrifft die Impulsivität und die innere Unruhe, und die gilt es zu regulieren, therapeutisch zu verändern, auch unter Verwendung von Medikamenten. Also vielen Dank für euer Interesse und eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.